Aus dem Tech-Labor begrüßt euch auch heute wieder euer lieber Freund Alexi Bexi, auch bekannt als Alex. Im Tech-Mac für euch heute also etwas zum Gucken, etwas zum Hören, etwas zum Essen, nichts mehr zu bezahlen und die spannendsten Neuigkeiten seit langem. TechLab-Fans wissen längst Bescheid. Selbstlesen ist out, vorgelesen bekommen ist in. Sonst würdet ihr das TechLab auch selbst durchlesen und nicht anschauen, oder? Die Fluid Interfaces Group am MIT hat einen Ring entwickelt, der Texte vorlesen und gleichzeitig in andere Sprachen übersetzen kann. Das Gadget ist für Blinde entwickelt worden, die Bücher lesen wollen, die aber nicht in Blindenschrift geschrieben sind. Der Text wird dabei von einer kleinen Kamera am Finger gescannt und sobald das Ende einer Zeile erreicht ist, vibriert der Ring. Die vorlesende Computerstimme klingt so ähnlich wie der Sprachcomputer von Stephen Hawking. Eigentlich eine super Idee, die nicht nur Blinde begeistern sollte. Jetzt muss nur noch die Produktion starten. Fotos machen und hinterher die Tiefenschärfe verändern war früher eine Traumvorstellung und heute so gesehen Standard. Vorgemacht hatte es die bei uns von Simon Ruane getestete Lightroom-Kamera, die aber an Auflösung und Bedienbarkeit damals gescheitert ist. Mit dem neuen Modell soll aber nun alles besser werden. Statt wie ein kleiner Klotz sieht die neue Kamera auch aus wie eine Kamera. 40 Megaray-Sensor entspricht etwa 4 Megapixel, 8-fach optischer Zoom, durchgehende 2.0er-Blende und eine Verschlusszeit von bis zu 1/4000 versprechen mehr zu sein als bloß Spielerei. Ob Schärfentiefenverlagerung oder Neigungswechselfunktion allerdings den hohen Preis von 1600 Euro rechtfertigen, wird sich diesen Juli zeigen. Die Spatzen pfiffen es von den Dächern und nun ist es offiziell. Mt. Gox ist tot. Die einst wichtigste Bitcoin-Börse der Welt hat ja bereits Ende Februar Insolvenz angemeldet. Dabei sollten die Geschäfte neu geordnet und die Börse wieder eröffnet werden. Da dies in der Praxis aber nicht funktioniert hat, baten die Betreiber nun ein Gericht in Tokio, das Geschäft liquidieren zu können. Und da nicht nur eine halbe Milliarde US-Dollar, sondern auch eine ganze Menge Vertrauen futsch ist, wird sich die Suche nach einem Käufer für Mt. Gox als schwierig erweisen. So viel Geld hat ja auch keiner mal eben übrig, obwohl Facebook hat schon ein paar Wochen nichts mehr gekauft. Was wollen wir eigentlich alle von einem Toaster? Jederzeit den Röstzustand begutachten können, alles reintun, was essbar ist und Fernsteuerung. Das alles kann der neue Toaster von Bugatti. Ja, die Italiener machen nicht nur Luxusautos, sondern auch Luxusküchengeräte. Knapp 1000 Dollar wird der Bugatti-Toaster kosten, dafür gart er aber auch mit Glasplatten per Direktkontakt. Das heißt, neben Weißbrot gehen somit auch Steaks und Shrimps. Heiß werden die Platten nur auf der Innenseite und mit seinen 1400 Watt erreicht der Toaster zwischen 100 und 300 Grad Celsius. Und natürlich lässt sich der Toaster auch per Smartphone steuern. Über eine Rezeptdatenbank lässt sich das Lieblingsgericht auswählen und der Toaster gart automatisch so lange und so heiß, wie es sein muss. Ganz schön smart. Bei der Suche nach neuen Energiequellen haben Forscher aus Südkorea das Badezimmer für sich entdeckt. Genauer genommen die Toilette. Nein, nicht was ihr jetzt denkt, es handelt sich dabei um die Toilettenspülung. Den Wissenschaftlern ist es hier nämlich gelungen, mechanische in elektrische Energie umzuwandeln. Dabei wird die Eigenschaft, die elektrischer Materialien ausgenutzt, elektrische Spannung zu erzeugen, wenn sie mit Wasser in Berührung kommt. Die Forscher konnten diese Spannung nun anzapfen und die Bewegung eines einzigen Wassertropfens reichte aus, um eine LED zum Leuchten zu bringen. Oh, ich sollte wohl mal wieder aufs Klo. Wartet noch kurz mit der Bestellung eurer neuen Toilette, denn ihr könnt vorher noch gerne einen Daumen da lassen. Hier unten findet ihr übrigens auch noch Videos von uns, und zwar einmal das Technik-Spezial und das letzte Tech-Mac, wo unter anderem auch über die PS Vita Slim geredet wird. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren und ganz unten in der Videobeschreibung findet ihr die Links zu unseren Social-Media-Plattformen und natürlich auch zu den hier erwähnten Produkten. Und ich schau mal, ob es das Klo auch in farbig gibt.